unserem Hörbuchspiel. Das ist nicht nur für Kinder, eigentlich ist es gar nicht für Kinder, sondern nur für die Erwachsenen. Denn die da und hier, nee, kann ich nochmal anfangen? Die Produktionsfirma schüttelt den Kopf. Naja, gut. Gesponsert wird das Ganze von Profissimo Sicherheitszündhölzer. 100 Stück in der Packung. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die bei uns hier auch erwerben. Also es wird hier gesponsert, plus man muss ein bisschen Werbung machen und plus man kann sie hier auch kaufen bei uns. Ja, die Nummer lautet 00078-675-1170. Falls Sie da anrufen sollten und jemand abhebt, wundern Sie sich nicht. Die Nummer habe ich nämlich gerade erfunden. So, also, weiter geht's. Ich wollte nämlich berichten von meinem Wochenende mit der Familie, denn ich bin immer noch bei der Familie stecken geblieben. Ja, also meine Fluchtversuche, die ich gestartet habe, so den letzten Wochen, sind gescheitert. Da muss ich auch noch schlucken, weil ja. Ich krieg mich gleich wieder ein. Einen Moment. Warum haben die mich nicht einfach gehen lassen? Oh, wow. Entschuldigung, ich habe gerade an was Schönes gedacht und musste sagen, oh, wow, weil Thema Freiheit, so, darüber möchte ich nämlich sprechen. Ich sehe auch, ich habe ja Augen, also ich habe schließlich Augen, das ist mein Spruch, ne? Und ich sehe auch, dass Kinder manchmal, meine Stimme ist ganz, heute nicht wirklich da. Naja, jedenfalls sehe ich doch, dass die Kinder auch so ein Bedürfnis nach Freiheit haben. Heißt, sich einfach auszuleben, auszutoben. Und jetzt spreche ich zu alle Eltern da draußen. Bitte, 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 Mami, Papi, Oma, Opa, wer auch immer. Lass die Kinder doch einfach Kinder sein, ja? Dann sind sie halt mal dreckig. Oder dann tun die Dinge, die euch vielleicht nicht gefallen. Aber es ist so, 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 so wichtig, sich nicht einzumischen. Ihr wollt ja schließlich auch nicht, dass jemand sich bei euch einmischt, ja? Und dann ärgert, oder nee, nicht ärgert, sondern dann stresst euch ja auch niemand, wenn ihr gerade auf dem Kaka-Klo sitzt, dass ihr euch mal beeilen sollt, ja? Oder schneller mal die Schuhe anziehen oder so. Die Welt ist so schnell geworden. Ich meine, die dreht sich jetzt nicht so mega schnell. Also man fühlt's nicht. Wobei ich muss schon zugeben, ich glaube, ich habe Talent dafür. Entschuldigung, meine Stimme ist halt wirklich ein bisschen angekratzt. Ich weiß gar nicht, warum machen wir hier Werbung für Sicherheitszündhölzer? Können wir nicht auch mal Werbung für Glutschhalsbonbons oder so machen? Für die, die es brauchen halt, ne? Naja, also, genau. Und da habe ich dann halt auch Sachen beobachtet. Weil ich habe ja schließlich Augen, dass halt eben Kinder immer wieder gebremst werden. Sei nicht so wild, ruhiger. Warum hast du das denn schon wieder gemacht? Mann, kannst du auch einmal was richtig machen? Also das ist schon ein ganz, ganz übler Satz. Ah, denkt dran, mit allem, was ihr da so von euch gebt, also nicht, also ihr doch alles. Das Kind hat Ohren, es hört ja schließlich und es überdenkt, also es wirkt oft nicht so, dass es es nicht mitbekommt, aber glaubt mir, dann liegt es abends im Bett oder so und denkt darüber nochmal nach und dann fühlt es sich vielleicht schlecht und sich schlecht fühlen. Bringt am Schluss einfach keine Kunden ein, die bei uns die Sicherheitszündhölzer kaufen. Denkt nochmal bitte daran. Ja, die Nummer lautet 001. Ah, nee, ich weiß gar nicht mehr. Tschüss, habt eine schöne, gute Woche, also einen guten Start. Ich muss nochmal weinen ein bisschen, weil war ja dann doch irgendwie so ein bisschen, hat mich mitgenommen, dass man mich da nie freigelassen hat. Wahrscheinlich heute Nacht im Bett, da denke ich dann drüber nach. Und wenn die gestorben sind, dann leben sie noch heute.